Moin, ihr Sonnenscheine. Zwei Schwerverletzte bei Brand in Berlin-Charlottenburg. In der Mollwitzstraße in Berlin-Charlottenburg sind am Dienstagmorgen bei einem Feuer zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand im zweiten Stock eines fünfstöckigen Wohnhauses aus. Die Einsatzkräfte versorgten zunächst eine Person, die sich selbst aus dem Haus in Sicherheit gebracht hatte. Eine weitere Person wurde über eine Drehleiter von einem Balkon gerettet. Beide seien anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Insgesamt waren demnach 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur aktuell 20 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Im Verlauf des Tages ist das Wetter voraussichtlich unverändert, mit einer Höchsttemperatur von 22 Grad und einer Tiefsttemperatur von 13 Grad. Oh. Heute einen schönen Tag. Angenehm. Danke. Alexa, Wetter für morgen. Hier ist der Wetterbericht für morgen in Berlin. Höchstwahrscheinlich ist es stark bewölkt mit einer Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 14 Grad. Auch sehr schön. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 21. August von Michelle Obama: Bring keine Menschen in dein Leben, die dich belasten. Und vertraue deinen Instinkten. Gute Beziehungen fühlen sich gut an. Sie fühlen sich richtig an. Sie verletzen nicht. Sie sind nicht schmerzhaft. Das gilt nicht nur für die Person, die sie heiraten wollen, sondern auch für Freunde, die sie auswählen. Das gilt für die Menschen, mit denen sie sich umgeben. Habe ich jetzt verstanden. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Passt auf euch auf, kommt gesund durch den Irrsinn. Salü hier aus Berlin. Moin, ihr Sonnenscheine. Zwei Schwerverletzte bei Brand in Berlin-Charlottenburg. In der Mollwitzstraße in Berlin-Charlottenburg sind am Dienstagmorgen bei einem Feuer zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben, so jetzt seht nicht mehr. Gott, ich werde alt. Die Zähne fallen aus, die Augen lassen nach. Also ihr könnt spenden.